Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich habe heute einen Versuch vor, was heißt ein Versuch über mehrere Tage, womit wir heute anfangen. Und zwar möchte ich Schinken räuchern, kalt räuchern. Wir fangen heute mal an mit dem Pökeln, mit dem Trockenpökeln. Und die Sparbrandschnecke, die ich da bestellt habe, die ist noch gar nicht da. Aber mir wird die Zeit etwas zu knapp, draußen wird es schon langsam zu warm. Und ich möchte das ja in dem Gasgrill machen und schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Das möchte ich verwenden. Einmal unseren Schweinebraten. Das ist mit Schwarte aus der Schulter. Die Wacholderbeeren. Pfeffer werden wir auch noch dazu geben. Bärlauch. Ganz bisschen Ingwer werden wir auch zu tun. So, und da haben wir hier unser Fleisch. Da werden wir jetzt erstmal die Triebpökelsalz rangehen. Und zwar habe ich danach gelesen, pro Kilo sollte man 35 Gramm benutzen. Wir haben jetzt hier genau ein Kilo. So, das sind 37 geworden, das macht auch nichts. Jetzt reiben wir uns das schön ein. Nehmen unsere Kräuter dazu. So, dann brauchen wir eine Frischhaltefolie. Ich habe viele Videos gesehen, da wird das vakuumiert. Vakuumieren können wir jetzt nicht, wir haben keinen Vakuumierer, also muss es auch so gehen. So, schlagen wir das hier einmal rüber. Wickeln das schön stramm ein. Die Grundhülle ist fertig und jetzt wickeln wir es nochmal kräftig nach. Ein schönes Fleischpaket, schön eingepackt und so lassen wir es jetzt im Kühlschrank liegen und zwar pro Zentimeter Fleischhöhe ein Tag. Das sind denn hier, ich sag mal, 8 Tage und geben für die Schwarte nochmal 2 dazu. Das heißt 10 Tage. Und dann sehen wir uns wieder. Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Räucherversuch, unserem Kalträucherversuch. Hier ist unser Schinken jetzt seit 3 Tagen in Nitritpökelsalz und etwas Gewürzen eingelegt. Das habt ihr ja gesehen. Und ich habe nochmal eine Frischhaltefolie drumherum machen müssen. Das zieht durch und auch hier wieder, man sieht es, das geht durch diese Folie durch. Aber ich mache jetzt da nichts mehr drum, das bleibt jetzt einfach so liegen. Jeden Tag wende ich den einmal und ja, liebkose ihn so ein bisschen. Und ich habe mich entschieden, noch ein Stück dazu zu machen, und zwar ein Stück Bauchfleisch, was ich etwas kräftiger salzen möchte und etwas schärfer machen möchte. Ich habe den Sparbrand habe ich jetzt schon ausprobiert in unserem Edelstahl-Gasgrill und das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, wir kriegen das hin. Schauen wir mal. So, hier haben wir unser Stück Bauchfleisch. Das sind knapp 500 Gramm und das möchte ich ja mal etwas stärker salzen. An unserem Schinken haben wir pro Kilo knappe 40 Gramm. Und das werde ich jetzt hier auch ungefähr 40 Gramm, werde ich das auch mit 40 Gramm Pökelsalz oder Nitritpökelsalz einlegen oder pökeln. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Das kommt mir doch arg viel vor, das sind jetzt 20 Gramm. Dazu kommt
Knoblauch. Und Chili. So, und das werden wir auch wieder fest einwickeln oder kräftig einwickeln. Jetzt noch mal kräftig, stramm. So, der braucht ja deutlich weniger Zeit zum Pökeln und der Schinken hat jetzt 3 Tage Vorsprung und so sollte das eigentlich dann zusammen fertig sein. Hallo Freunde, es ist soweit. Ich bin schon ganz gespannt. Heute ist der 10. Tag rum vom Pökeln und wir werden uns heute wieder um das Fleisch kümmern. Das heißt, wir holen es zusammen raus, wickeln es aus und werden es wässern. Ich habe es fast täglich oder ich habe es sogar täglich einmal gewendet, einmal so ein bisschen angefasst, einmal ein bisschen gedrückt und jetzt packen wir es aus. So, hier haben wir unser Fleisch. Das Witzigste ist, ich habe noch mal einen Beutel rummachen müssen. Ihr seht es hier. Und zwar ist das durch die Folie, ist die Feuchtigkeit rausgegangen und wenn man es jetzt anfasst, hier oben drauf ist Salz. Hier sind richtige Salzkristalle drauf. Nehmen wir uns mal ein Brett dazu. Also da ist vielleicht doch ein Vakuumiergerät vom Vorteil, wenn man es öfter macht. Ich glaube, für einmal oder nur fürs Räuchern braucht man kein Vakuumiergerät, aber wer eins zu Hause hat, sollte doch wirklich das Vakuumiergerät nutzen, weil das ist hier schon eine ziemlich, ja, feuchte Angelegenheit. So, die letzte Folie. Das riecht toll nach Wacholder und Gewürzen. Er ist fest. Und jetzt noch unser Speck. Der war ja 3 Tage weniger gepökelt, also nur 7 Tage, aber das von der Fleischdicke her sollte das reichen. Das ist ja unsere scharfe Version. Hier riecht man den Knoblauch überwiegend. So schaut das jetzt aus. Das ist auch ziemlich fest, also hier gerade der fette Teil ist sehr fest. Gut, jetzt werden wir es abspülen und wässern. So, wir haben den Vorteil, dass wir, weil wir mit wenig Salz gearbeitet haben, relativ wenig Salz, dass wir nicht so lange wässern müssen. Also ich denke, abspülen und dann vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde sollte reichen. So, Nummer 1. Kommt gleich in meine Edelstahlschüssel. Kaltes Wasser natürlich. Und das kommt auch mit dazu. So, hier seht ihr unsere beiden Fleischstücke im Wasser. Sollte natürlich beide bedeckt sein mit So, Wasser. unsere Fleischstücke liegen im Wasserbad. Das werden wir eine halbe Stunde machen. Wie gesagt, das ist nur, um die Salzspitzen etwas runterzunehmen, damit er etwas milder wird. Und dann kommen wir schon zum Durchbrennen. Eigentlich wollte ich es draußen machen, im Schuppen, aber wir sind von der Zeit her etwas spät dran. Wir haben draußen 14, 15 Grad um 13 Uhr, also das wird bestimmt noch ein bisschen wärmer. Wir werden auf den Keller ausweichen. Werden es trocknen. Dafür nehme ich mir etwas Papier. Fangen wir mit dem Schulterstück an. Außenwasser raus, getrocknet und jetzt soll es ja zum Durchbrennen aufgehängt werden. Und wir haben hier so Obst- und Gemüsebeutel mit so einem Zipverschluss und die werde ich benutzen. Die sind luft- und wasserdurchlässig. Damals habe ich einen Nylonstrumpf benutzt für den luftgetrockneten Schinken. Ich denke, die hier sind ganz gut. Die sind auch wiederverwertbar. Das heißt, die kommen dann hinterher in die Waschmaschine und ich kann sie wieder verwenden.
So Freunde, es geht weiter mit unserem Kalträucherversuch und ich habe draußen schon mal den Grill soweit präpariert, dass mir nicht so viel Rauch abzieht. Das zeige ich euch mal. So, da haben wir das gute Stück und den habe ich soweit präpariert. Ihr seht das hier schon. Ich habe die ganzen Löcher habe ich zugemacht. Und auch hier hinten die Löcher, die Luftschlitze, die habe ich alle zugestopft. Auf der Rückseite hier, da sind noch ein paar Schlitze, dass es nicht ganz zu ist. Er wird nie ganz dicht sein, aber so geht mir wahrscheinlich am wenigsten Rauch verloren. Und auch hier hinten habe ich Papier reingestopft. Und wenn ich das jetzt zumache, dann legt sich das vor den Luftschlitzen. Ich denke, so hält sich der Rauch länger in dem Garraum. So, hier habe ich mir eine kleine Konstruktion hingebaut. Und zwar steht mein Kuchengitter da auf 4 Gläsern. So kommt es höher und hier kann ich jetzt schön mein Fleisch drauflegen. So, unser Fleisch. So, hier haben wir einmal den Bauch. Der ist ziemlich fest. Also der ist richtig gut durchgebrannt und durchgetrocknet. Und hier unser Schweinebraten, der ist etwas weicher. Schauen wir mal, ob uns das reicht. Befüllen wir unseren Sparbrand. Erstmal nicht direkt da drüber legen, sondern mehr zur Seite. So, dann den Deckel mal zu. So, jetzt werden wir mal schauen, wie das funktioniert und wie lange das überhaupt brennt. Ich habe keine Ahnung. Wir haben es jetzt 10 Grad, also nachmittags, knappe 16, 17 Uhr werden wir bald haben, 16 Uhr. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ich bin so gespannt. So, das mit dem Räuchern, das hat wirklich gut geklappt in dem Edelsteingrill. Wir hatten das ja schön abgedichtet und der hat ewig lang gebrannt. Also wir haben den gestern ja so zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr den Sparbrand angemacht und der hat gebrannt bis heute Morgen um 3:30 Uhr. Also das war schon ewig. Und das Ergebnis, kann man das gut sehen, es sieht schon richtig toll aus. Es hat so eine leichte glänzende Farbe. Es riecht schon so, wie es sein muss. Hier haben wir unseren Bauchspeck. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Wir werden jetzt den zweiten Räuchergang machen. Ich werde das insgesamt 4-mal machen. Und wenn es dann fertig ist, dann schneiden wir zusammen an. Ich glaube, das funktioniert gut. So Freunde, es ist soweit. Unser Schinken ist fertig. Wir packen den jetzt zusammen aus. Wir hatten jetzt insgesamt 4 Räuchergänge, alle sind so zwischen 10 und 12 Stunden sind die gebrannt, der Sparbrand. In dem Gasgrill hat wirklich wunderbar geklappt. Ich bin natürlich immer zu neugierig, ich musste zwischendurch mal reinschauen. Es reicht wirklich ein ganz, ganz minimaler Rauch, eine ganz minimale Rauchentwicklung, um da so einen Geschmack ranzukriegen. Und der Geschmack, der ist mega, wenn ihr das riechen könntet. Das ist richtig klasse. Von der Optik her finde ich ihn ja mega. Ja, schaut euch das mal an. Das ist doch wirklich ein toller Schinken. Und das riecht so toll. Wir schneiden ihn jetzt zusammen an. Schauen wir mal, ob er auch genauso schmeckt, wie er ausschaut. So, jetzt schauen wir mal, wie der von innen ausschaut. Ich schneide jetzt einfach mal ein größeres Stück ab. Mega, mega. So, den probieren wir jetzt. Wahnsinn, das riecht richtig gut. Wahnsinn, Wahnsinn, richtig, richtig gut. Perfekt. Also den Ingwer, den schmeckt man jetzt, glaube ich, nicht.
Er ist mild würzig, das Wacholder schmeckt mir ein bisschen. Salzmenge wirklich perfekt. Also so muss ein richtig guter Schinken schmecken. Ich bin begeistert. So, jetzt probieren wir den Speck noch. Schaut euch das an. Das sieht doch wohl klasse aus. Die scharfe Variante, da bin ich gespannt. Oh, der riecht schon anders. Riecht irgendwie würziger. Oh ja. Der schmeckt deutlich anders. Knoblauch. Hier schmeckt man den Knoblauch. Oh, mega. Klasse. Also, der Speck ist fantastisch. Also der Versuch, das Experiment, Schinken kalt räuchern, absolut gelungen. Jetzt backen wir uns noch ein frisches Brot und dann werden wir schön Schinkenbrotzeit machen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ein bisschen unkonventionell, weil man ja nicht genau wusste, was man macht. Aber es hat funktioniert. Genauso würde ich es nächstes Mal wieder machen. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr den ganzen Versuch, das Experiment verfolgt habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir kochen, backen oder solche Geschichten machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da und abonniert doch meinen Kanal und ihr verpasst kein Video mehr. So, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.